Moin Leute, es geht weiter mit dem Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Fulham. Wir sind zu Gast. Wir haben einen 5:3 Sieg im Rücken. Und ja, welche Ergebnisse wären akzeptabel? Ja, eine 1:0 Niederlage wäre akzeptabel. 2:0 wiederum schon nicht mehr. Weil sie dann ja mehr Tore hätten. Und natürlich würde dann die... Nee, gar nicht wahr. Wir hätten gleich viel Tore. Allerdings hätten die ja insgesamt mehr Auswärtstore gemacht. Sie hätten ja 3 und wir hätten 0. Ne? Und ja, bei einem Tor, bei einem unserer Tore, wäre das Ganze ja natürlich wieder ganz entspannt. Ja. Deswegen müssen wir irgendwie treffen. Und natürlich irgendwie keinen Pech haben mit Karten, Verletzungen und solche Sachen. Weil ich habe ja im letzten Part ja erwähnt, dass die Fitness bei mir jetzt nicht so unbedingt optimal ist. Und ja, da sind sie natürlich verletzungsanfälliger. Bei der Frische habe ich mir da jetzt nicht solche Gedanken gemacht, da ist ja alles tipptopp. Aber eben bei der Fitness, ne? Und da müssen wir zusehen, dass wir da ganz, ganz schnell wieder an die 90 bis 100% kommen. Fitness, ne? Dann passt das. Aber man merkt, dass jetzt Fulham ziemlich viel Druck macht. Die müssen ja kommen. Die müssen ja mindestens 2 Tore schießen, damit die hier irgendwie eine Chance haben. Also im Optimalfall gewinnen sie 2:0. Und dann werden die weiter. Oha. Ja, seht ihr da, die drücken aber mal richtig krass nach vorne. Das wird richtig schwierig für uns. Wenn, ja klar. Wenn die so aufgetreten wie jetzt im Hinspiel, oha, da hätten wir, glaube ich, keinen Blumentopf gewonnen. Komm schon. Oh, war das Elfmeter? Ich habe da gerade nicht drauf geachtet. Bitte Elfer, komm. Ich glaube mir aber nicht, oder? Nein, scheiße. Ja, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, nehme ich. Oh, der hat aber genau gepasst, mein lieber Herr Gesangsverein. Wunderbar. Ein Auswärtstor haben wir jetzt. Der Hammer. Okay, komm. Vielleicht können wir noch ein 2:0 nachlegen. Und jetzt komm. Liegt an der Fitness. Liegt an der Fitness. Da sieht man einfach, wieso die Flugkurve aussieht beim Schuss. Also die Flugkurve vom Ball. Da sieht man immer so merkwürdige Situationen. Ne? Und dann sieht man immer daran, dann erkennt man immer daran, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Und es ist offensichtlich, dass bei den Stürmern die Fitness nicht unbedingt passt. Und ja, dann kann man das daraus schließen. Aber wir müssen irgendwie die Hürde meistern. Spieler auswechseln würde uns auch nichts bringen. Die Alternativen sind erstens schwächer und zweitens sind die bei der Fitness auch nicht gerade besser dabei. Die tackeln aber auch alles weg, ne? Und dann kommen sie auch noch damit durch. Okay, also die Pause haben wir schon mal überlebt. Ist schon mal sehr gut. So, machen wir mal eben die 2 Stürmer. Maximilian Seiler mache ich mal. Ja, Torwart erstmal loben. Das ist sehr gut gemacht. Gjibek macht auch ein vernünftiges Spiel. Ich motiviere nochmal den Grischok. Kirosel motiviere ich nochmal.
Ja, das war's. Konzentriert euch und wir sind in der nächsten Runde. Ja, konzentrieren ist jetzt ganz wichtig. Ja, wir führen jetzt mit 6 zu 3. Ja, also plus des jetzigen jetzigen Spiels. Und bei einem Unentschieden wären die halt immer noch weiter. Ja, also wenn wir jetzt noch 3 Tore machen. Weil die dann ja immer noch mehr Auswärtstore gemacht haben. Bei der Auswärtstorregel, ne? Das ist eben, wenn ich das gerade richtig erklärt habe. Aber das müsste so stimmen. Aber ihr wisst ja, beim Manager, da blinzelst du einmal und schon hast du 3 Buden kassiert. Es muss das einfach nur so weitergehen. Gegen so eine Mannschaft. Ach ja, sicher. Was war das denn jetzt? Alter. Also das war übel. Das war ein Traumtor. Aber wie kann das passieren? What the fuck? Okay. Schon mal ganz schön blöd gelaufen. Ganz schnell nach der Pause ein Gegentor kassiert. Junge, Junge, Junge. Dann nur mit dem Kopf, ey. Das kann doch nicht sein. Komm, komm, jetzt komm. Nein, was? Oh mein. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt geht doch mal ran da. Oh Mann. Gut gemacht. Komm, 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 jetzt, komm. Jetzt, was machst du da? Komm. Oh Mann. Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Na, endlich. Boah, ey, da musst du 1 Zentimeter vom Tor stehen, ne? Damit das endlich mal hinhaut. Also ich werde die. Ihr seht ja niemals die Fitness so sinken lassen, wie ich es getan habe. Ihr werdet das nur bereuen. Ja. Toll. Schlecht verteidigt. Beck kann jetzt auch nicht viel gegen machen. Scheiß. Okay, jetzt komm, 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 komm. Oh. Richtig schlechte Abschlüsse, also richtig grottig. Na, Gott sei Dank. Oh je. Yeah. Geschafft.
Aber nur dank dem Hinspiel. Obwohl wir leicht dominierender waren. Aber wenn man sich den kompletten Spielverlauf anschaut, waren wir eigentlich die schlechtere Mannschaft. Sogar deutlich schwächer oder schlechter. Das wird sich wahrscheinlich auch auf den Noten, an den Noten widerspiegeln. Schauen wir gleich mal rein. Boah, ey, aber was für ein Spiel, ne? Das geht doch gar nicht. Okay, Polunder bitte gewinnt 7 zu 5 nach Hin- und Rückspiel. Ja, das ist schon mal gut. Oh ja, gut. Zumindest einer. Kyrosel hat eine vernünftige Note. Grantberg auch. Aber der Rest, so lala, ne? Auch der Sturm, nicht gut. Und als nächstes kommt ja noch der Tabellendritte in der Liga zu uns. Glaube ich. Muss mal gleich gucken. Gut, Rafa Wolski noch mir nur 2,5, aber. Ja gut, es wird nochmal eben ausgelost, ne? Auch ganz wichtig. Ausgelost wird jetzt auch noch, gegen wen wir im Achtelfinale spielen. So, Liverpool, nee. ZSK Moskau, oh Mann, 5 zu 1 gewonnen. Okay, Moskau ist weitergekommen. Atletico ist weitergekommen. Ja, wie gesagt, Polonia Bytom, also wir sind weitergekommen. Leverkusen ist weitergekommen. Dann ist Sporting weitergekommen. Dann ist Atletico weitergekommen. Weitergekommen ist auch Olympique Marseille. Und KRC Genk ist weitergekommen gegen Dynamo Kiew. So, und jetzt, ja, wen hätten wir denn gerne als Gegner? Also Genk wäre ziemlich gut. Und ja, so viel Auswahl haben wir nicht. Genk wünsche ich mir. Ich mach mal langsam. Okay, haben wir schon mal Moskau. Gegen Sporting Lissabon. Sporting hat gute Talente. Oh, wir sind jetzt an der Reihe. Und wir spielen gegen Marseille. Gegen Olympique Marseille. Oha. Okay, Atletico Bilbao, spanisches Duell. Genau. Gegen Atletico Madrid. Und Leverkusen hat wohl das vermeintlich einfachste Los gegen Genk. Ich schaue nochmal eben, wie die Stärke ausschaut. 784. Ja, die sind bei 846. Olympique Marseille hat 831, also nochmal ein Schippchen stärker als es Fulham war. Ja, oh Mann, guckt euch mal hier die Spieler an. Der Innenverteidiger, ey, krass. Oh Mann, okay. Da müssen wir durch. Da kommen wir nicht drum herum. Schauen wir mal eben hier. Den finde ich irgendwie geil. Super Talent. Ja, gegen die müssen wir, oh, glücklicherweise nicht, aber gegen Olympique Marseille. Das wird ja sowieso schwer genug. Sporting, oh, wäre ja auch nicht einfacher gewesen. Moskau auch nicht unbedingt. Also wir sind die schwächste Mannschaft. Nee, eigentlich nicht. Aber wir haben also einen fetten Moralbonus. Ansonsten sind wir mit Abstand die schwächste Mannschaft. Wir haben jetzt, jo, einige Newcomer hier. Ne, Vrankovic ist gut nach vorne gekommen. Seiler, Banas. Jetzt spielen wir auch noch gegen Wisła Krakau. Wird, glaube ich, auch ein Topspiel sein. Jupp. Ein Spitzenspiel steht an. Gegen Wisła Krakau.
Ja, Erster gegen Dritter. Und Gurunik Sabju wartet nur auf einen Fehler von uns. Die sind nämlich 4 Punkte hinter uns. 21. Spieltag. Ja, ist jetzt nicht so. Ist ja nicht so schnell vorbei, die Liga. Da sind da jetzt noch 10 Spiele. Da ist dieses natürlich auch mit eingerechnet. 10 Spiele noch. Da müssen wir uns noch ranhalten, ne? Was die Fitness angeht und so weiter, habe ich auch schon gesagt. Aber das kriegen wir alles hin. Wir waren die ganze Zeit Erster. Und dann bleiben wir jetzt auch die ganze Zeit Erster. So sehe ich das. Das ist, denke ich, auch unser Anspruch. Gut. Schnacken wir nochmal schnell mit den Leuten, die nicht ganz. Okay, er darf ja schon, habe ich schon erzählt. Nächstes Ligaspiel. Okay, du hast gut trainiert. Was kann ich? Gib im Training alles. Ich brauche die Topform. Alles klar, hat bisschen was gebracht. Okay, gut. Wir sehen uns im Ligaspiel gegen, wie gesagt, Wisła Krakow, absolutes Topspiel. Erster gegen Dritter. Von der Stärke her ist das nicht unbedingt ein Topspiel, aber es ist nun mal der Erste gegen den Dritten. Da gilt es, den Vorsprung zu behalten oder vielleicht auszubauen, man weiß es nicht. Wir schauen nun mal eben, wie die Konkurrenz spielt. Nämlich 21. Spieltag, Mosabrze gegen Lublin ran. Und die sind auf Platz 8. Ja gut, das wird jetzt nicht so gefährlich, wenn man sich mal die Punkteabstand anguckt. Das ist schon richtig heftig. Und Białystok, ne, alter Schwede, was geht denn da ab? Das war mal richtig heftig. Alter Schwede. Okay, hier, guck mal, der Mitaufsteiger, ne, Krakau ist auch solider Neunter momentan. War vorher Zehnter, ne, also. Und die müssen gegen Lech Poznan, ja gut, die sind auf Platz 6. Aber wird auch interessant, ne, also wenn wir beide nicht absteigen, also wir werden sowieso nicht absteigen, aber wenn die nicht absteigen, sind wir schon mal die zwei Aufsteiger, die nicht absteigen. Dann müssen zwei Frische runter. Und wenn man sich mal die andere Klasse anschaut, kann man hier nicht irgendwie die Liga ändern? Anscheinend nicht. Schauen wir uns das mal hier an. Da ist der Absteiger. Das ist der andere Absteiger. Guck mal, der Absteiger ist es nur noch auf Platz 10, ne? Der wird jetzt, glaube ich, erstmal eine Weile hier bleiben. Gliwice. Ja. Bełchatów auf einem guten Weg zum Aufstieg. Und Legnica wäre halt ein frischer Aufsteiger. Läuft sehr gut bei denen momentan. Ja, wäre ein neues Gesicht wieder in der Liga, ne? Wäre nicht schlecht. Und die beiden würden absteigen. So ein Pech aber auch. Okay. Haut rein.